Und damit dann hallo und herzlich willkommen zurück und wir sehen, wir brauchen was zu futtern, was ich ein bisschen seltsam finde. Denn eigentlich sollte da noch was zu essen da sein. Komisch, oder? Ha. Ja, ich werde mal ganz flugs das Essen entsprechend umwandeln. Und anderes bleibt mir auch gar nicht. Was ist das jetzt? Achso, dann ist es gar nichts. Ist auch nichts drin. Okay, warte mal, was war hier? Der Bioreaktor, war das da nicht? Nee, das hier muss ich machen, genau. Finde ich gerade so ein bisschen seltsam, ehrlich gesagt, warum der hier so rumspinnt. Warte mal. Food, ja, packen wir das mal hier rein. Also das nicht, oder das? So, Produktion, dann schauen wir doch mal, dass wir vielleicht irgendwas zu futtern herstellen können. Warmes Essen. Ja, einfach mal. Müsst ihr dann eigentlich was essen, oder? Ja, jetzt hat er was gegessen. Okay, also muss ich das in Zukunft jetzt auch machen? Ich kann nicht mehr einfach diese Vegetables und... Wobei, ja, jetzt... Hat er das sonst auch gemacht? Was machen. Dann müssen wir jetzt das auf jeden Fall was zu futtern machen müssen. Wir brauchen mehr von dieser Paste. Ich brauche Kies. Hatten wir nicht mal irgendwo ganz viel, oder mal? Sehr schön. So, Bioreaktor? Nee, doch. Warte, was für ein Bioreaktor? Ich bin mir jetzt nicht mehr so ganz sicher. Ah ja, genau. Richtig, da entsteht dann diese Paste draus. Ja. Sehr schön. Das Wasser kann ich ja wieder filtern lassen. Ne? Also das ist dann so ein endloser Kreis praktisch, das Wasser. Kann ich halt immer wieder verwenden. Ist eigentlich eine ganz gute Sache. So. Dann können wir das gleich mal einsetzen entsprechend. So. Hoch, da kommt was. Wir haben es gerade gehört. Hier, genau das hier. Synthetisches Essen. Dann soll er mal das machen. Echt? Trotzdem nur so wenig? Alter Schwede. Ja gut, das reicht mir erstmal. Da hinten. Ja, es ist momentan nämlich echt ganz wichtig, sich das Zeug zu holen. Denn man hat jetzt aufgrund des Anlasses, dass es gab ja das Update letzte Woche. Mit Rare Drops. Und so weiter und so fort. Das heißt... Entsprechend bekommen wir jetzt seltene Skins besser oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, weil die Drops halt erhöht wurden. Und es gibt ja jetzt halbe Blöcke und es gibt, das kann ich mal kurz zeigen. Also müssen wir einfach mal draußen sein, zeige ich das mal. Die können wir auch mal dann halt kurz setzen und hier und da mal was bauen. Aber es gibt jetzt halbe Blöcke offiziell und es gibt halbe Blöcke, die aussehen wie eine Rampe. Genau. Richtig. Ja, das soll so ein bisschen mehr
Möglichkeiten bieten beim Basteln. Ja gut, haben wir ja schon in der Form so halb, ne? So. Schnell gucken, wo ist die Taste? Achso, hier oben drauf. Nee. Da ist sie. Gibt's da nicht, warte mal. So, so, was soll's. Und? Yes! Ah, okay. Cow Gloves. Hm, auch nicht schlecht. Schnell wegsäbeln. Was hat sie dabei gehabt? Ich finde es immer noch seltsam, wie er hier das hält immer. Ja. Na, wenn man so nach unten guckt und so manchmal, dann hält er das so mega weit weg, wo ich mir denke, so lange Arme hat keiner. Okay. Ja, ist dann halt so. Die Geräusche sind echt ganz gut, ne? Aber man sieht, hier sind die Spiegelungen nicht so krass bei dem Cockpit, ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl, bei dem Industrie-Cockpits ist das noch eine ganze Ecke schlimmer. Ja, als hier. Ganz vorsichtig, genau. Ich kann ja kein Fangnetz bauen oder sowas, ne? Womit wir dann entsprechend das alles machen. Das heißt nämlich, ich werde den jetzt auch im Eingangsbereich so stehen lassen, dass wir damit schnell losdüsen können. Damit wir dann halt, wenn was kommt, schnell hingehen können. Ja. Damit wir vielleicht mit viel Glück diese Rare Drops bekommen. So. Einmal drehen, genau, und dann sind wir ja schon fertig. Wunderbar. Okay, mal gucken, wie die aussehen. Vielleicht sind das mal ganz hübsche. Okay, ja, die können wir verwenden von mir aus. Okay, so. Warum ist denn das nicht richtig gemacht hier? Guck mal. Hä? Voll komisch. Mega seltsam irgendwie. So, so muss es ja sein. Hä? Auch, dass es hier, dass da oben richtig eingefärbt ist. Na, jetzt ist es besser. Hm, verstörend manchmal etwas. Ja, so ein bisschen. Nun gut, wir haben das jetzt schon mal so weit angelegt. Das ist schon okay, aber natürlich muss das Ganze noch viel, viel, viel größer werden. Da sind wir noch weit, weit entfernt von. Aber ich fange schon mal an, hier unten ein bisschen den Boden zu setzen. Ja. Wir haben jetzt hier dieses schnieke Blau für uns entdeckt. Das heißt, das werden wir dann auch entsprechend nutzen. Damit wir hier das Ganze ganz hübsch gestalten können. Ja, und ich muss ja eh das Ganze was breiter machen. Ja, genau. Ach, ein paar Hand noch. Aha, ganz klein wenig zumindest. Bringt eh nichts. Wir müssen es eh anders, also dann praktisch mit der Maschine alles machen. So, das. Ich bin noch am Überlegen, wie breit wir das Ganze, also wie groß diese Hangar werden soll. Eigentlich möchte ich ja wirklich raketenmäßig das haben, das heißt, das soll relativ kleinen Durchmesser nur haben. Ich will auch nichts großartig mitnehmen, sondern das hat dann alles selbst dabei. Genau. Das soll ein bisschen anders werden, ne? Das war jetzt nicht irgendwie... Gut, klar, wir haben jetzt hier einen sehr kompakten Miner, aber ich möchte, wenn dann, einen bauen, der noch kompakter ist. Der noch kleiner ist. Ja. Einfach, dass wir halt noch mehr Platz sparen, genau. Und mit einigen automatischen Sachen, also mit mehr
Klappen, die irgendwie aufgehen per Rotor und Kolben und hast du nicht gesehen. Also so mehr Spielereien dann halt auch anbringen, ne? Ja, da habe ich irgendwie Lust zu. So hier. Kann man das praktisch so machen? Ja, weil dann muss ich nämlich schon mit der Form hier so ein bisschen anfangen. Okay. Also, sagen wir mal, das hier wäre dann die Mitte. Okay. Machen wir das mal so. Gut. Dann würde ich das, glaube ich, gerne tragen. Also ich glaube, ich würde gerne ein großes Fahrwerk basteln, an dem ich dann diesen kleinen Block festmache. Mhm. Jetzt muss ich sagen, wie. Hm, ist nicht so einfach, ne? Nee. Hm. Schwierig, bin gerade überlegen, oder? Na, nee, nee, wir machen das doch anders. Nee, gerade nee, Digga. Ja. Okay, bom, 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 bom. Reicht das denn von der Höhe her? Ich hätte nämlich gesagt, nein. Ja, und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass das reicht von der Höhe. Ich denke, da müssen wir noch ein bisschen weiter nach unten gehen, ne? Das können wir ja machen. Ist ja nicht so, dass wir keine Möglichkeiten haben hier. So, oder? So. Genau. Ein bisschen größer das Ganze. Schräg machen ruhig, ne? Ja. Hauptsache, wir kriegen das hier irgendwie mal hin. So, das passt, genau. Da haben wir das jetzt. Wir müssen einfach nur ein bisschen nach unten gehen, ne? Gehen wir ein bisschen nach unten noch einfach. Passt sich das. Genau. Die Triebwerke scheinen es auch noch zu halten. Ja, wir nehmen auch nicht ein Gewicht zu. Es ist einfach nur, dass wir hier entsprechend bohren. Mehr machen wir ja nicht. Richtung. Alter. Durchmesser muss erhöht werden. Das geht so nicht. Was ist denn, ich wollte auch die halben Blöcke zeigen. Ha. Ratzfatz von abgekommen. Ne? Geht ja aber auch immer schnell, ne? Genau, hier links noch ein bisschen. Dann sollten wir das gleich für heute geschafft haben. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Dann können wir immer noch nicht anfangen. Wobei, na gut, wir könnten hier unten schon mal grob anfangen. Aber ich möchte eigentlich gerne nicht so wie die letzten Male, dass wir dann hier so eine halbfertige Basis haben mit einem Hangarraum, der eigentlich gar nicht genutzt wird, sondern das möchte ich schon gerne, dass das Ding halt wirklich genutzt wird und voll funktionstüchtig ist. Ja. Das wäre irgendwie ganz nett. Oh nein, nein, nein. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das? Was zur Hölle? Warum? Warum ist das explodiert und warum ist das so kaputt gegangen auf einmal?
Guck mal, ist komplett zerbrochen. Mal schnell das Gerät hier aufnehmen. Okay. Was ist da? Nein. Ich konnte jetzt nur den retten. Also. Ja, es hat es komplett zerledert, unser ganzes Schiff. Was ist denn hier passiert? Klasse. Das ist so echt ein Witz, oder? Ich fühle mich gerade voll verarscht. Alles, alles hin. Hä? Das macht auch irgendwie so gar keinen Sinn. Auf einmal fetzt das nur reihenweise ab, lässt sich nicht mehr korrigieren. Okay. Ja, also was soll ich da jetzt nur noch sagen? Okay. Tja, gut. Müssen wir gucken, dass wir das irgendwie ausgleichen, irgendwie uns was überlegen, wie wir das hinkriegen. Vor allem muss ich irgendwie jetzt schauen, dass ich hier Sauerstoffflaschen rankriege. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Sonst haben wir da so das eine andere Problemchen, ne? So von wegen Luft und so ein Gedöns. Krass. Boah, ich komme da immer noch nicht so ganz drauf klar jetzt gerade. Ich verstehe noch nicht, warum dieses Triebwerk hier fehlt. Ach, wegen den Batterien. Ah, okay, ja, weil die Batterien noch laufen. Okay, na gut, ja, dann sehen wir uns morgen wieder und dann in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.